Daniel, ja. Die Stützen für die Treppengeländer, Podestzylinder, die Füllstäbe und für die Quadratrohrstützen. Na. Wir sind recht frühzeitig dazu gekommen, 3D-Programme einzusetzen. Haben damit gute Erfahrungen gemacht, weil wir schon am Bildschirm gesehen haben, wie das entsteht. Also man konnte das schon am Rechner zusammenbauen. Die Frage stand für uns immer noch, wie kann ich noch genauer am Bau die Maße nehmen? Und da sind wir auf das Laserscannen gekommen. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich damit angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Also anfangs habe ich mich im Internet über das Laserscannen informiert. Habe mich dann belesen dort, habe überlegt, wie könnte ich sowas produktiv ins Unternehmen mit einbinden. Informationen gesammelt und habe dann glücklicherweise dann auch ein Gerät erstanden und das dann gut ins Unternehmen mit eingebunden. Die Vorteile des Laserscans bei uns sind, wir können noch genauere Aufmaße erstellen. Wir können Sachen bauen, die sonst keiner bauen kann, weil das Laserscan sehr genau ist. Sie können in bestehende Objekte hineinbauen, da wo schon viele Strukturen sind, durch Träger, durch Rohrleitungen etc. Dort finden Sie die Lücke und können die optimal nutzen. Es ist auch für meine Angestellten schön, dann auf die Baustelle zu kommen. Alles passt. Und das sieht man dann auch schon funkeln in den Augen, wenn es dann fertig ist. Und es sieht dann so aus, wie es projektiert war, so wie es auf dem Rechner ist. So steht es dann noch auf der Baustelle. Auf die Idee, eine S&App zu entwickeln, bin ich eigentlich durch meine Mitarbeiter gekommen. Die kamen auf mich zu und haben ihr Leid geklagt, wie wenig Informationen sie doch haben, um eine Baustelle wirklich gut auszuführen. Darauf habe ich reagiert, wir haben uns zusammengesetzt, das war ein Team-Meeting nachher, das ging über 6,5 Stunden, jeder hat so seine Sorgen und seine Problemchen auf den Tisch gepackt und da wurde mir erstmal als Unternehmer auch bewusst, ich muss meinen Mitarbeitern mehr zuhören, ich muss mehr darauf eingehen, was meine Mitarbeiter für Bedürfnisse haben auch und daraus ist ein Checklistensystem entstanden, das habe ich zum einen im Büro gemacht, meine Mitarbeiter haben ihre Wünsche und ihre Arbeitsoptimierungsvorschläge ebenfalls aufgeschrieben und eigentlich das zusammengefügt war dann schon das erste Projektmanagement. Durch Tools wie WhatsApp, mit dem wir uns eh schon verständigt haben, Gruppenchat, OneNote, um halt Informationen auch digital zu übertragen, kam mir dann irgendwann die Idee, Mensch, das alles zusammengefügt mit einer Kalenderfunktion, das wäre doch eine coole Sache für uns. Das würde uns auf jeden Fall nochmal in der Kommunikation ein ganzes Stück weiterbringen. So kam es dazu, dass ich den Björn kennengelernt habe, durch einen Freund von mir. Habe ihm meine Idee so vorgestellt. Er kommt aus der Software- und Programmierrichtung und war von Anfang an hellauf begeistert und gesagt, ja komm, lass uns eine App bauen dafür. Und jetzt stehen wir da 4 Jahre später mit einer eigenen Projektmanagement-App, also Organisations-App für unsere Baustellen und das mit großem Erfolg. Der Vorteil ist einfach, dass ein 1-zu-1-Austausch von Büro zur Baustelle stattfindet. Durch die App sind wir effektiver geworden, weil wir alles besser im Überblick haben und dadurch jede Menge Zeit sparen. Wir haben den Entwurf des Hauses gemäß ihren Wünschen geändert. Das Staffelgeschoss haben wir eingefügt und partiell im unteren Bereich die Verklinkerung. Wir haben vor 3 Jahren ein Zeichenprogramm eingeführt hier bei uns, welches uns ermöglicht, mit dem Bauherrn die Wünsche zu verwirklichen. Wir haben dieses Programm mit einer virtuellen Brille, wo, wenn der Bauherr sie aufsetzt, durch das Haus virtuell gehen kann, gewisse Details nachempfinden kann und natürlich wir mit ihm Änderungen herbeiführen können, wo wir bzw. der Bauherr die Meinung ist, dass es so nicht passt. Das ist alles während der Planung möglich und wir können hier schon mit dem Bauherrn darauf Einfluss nehmen, dass das Werk gemeinsam gelingen wird. Vorteile dieses Systems sind, dass wir bereits in der Planungsphase letztendlich fast zu 100% das komplette Haus planen können.
Das heißt, es kommt nicht noch irgendwo zu Änderungswünschen, weil der Bauer ja bereits im Stadium der Planung das alles realisiert hat und erläutert bekommen hat und natürlich auch visuell nachempfinden konnte. Vorteile für das Unternehmen ist natürlich, dass wir, ich sag mal, aufgrund der Technik natürlich erstmal stark weiterempfohlen werden. Von bereits Kunden, für die wir gebaut haben, die Kosten natürlich minimiert werden können, weil wir aufgrund der sehr guten Planung und der sehr guten Abstimmung durch die virtuelle Wahrnehmung des Bauherrn später keine Änderungen vor Ort mehr vornehmen müssen. Die ersten Tage mit dieser VR-Brille im Unternehmen waren sehr, ja, wie soll ich sagen, spaßig, beziehungsweise es war eine gewisse Neugierigkeit da und wir haben das natürlich probiert an allen möglichen Varianten, auch an Landschaften das mal nachzuvollziehen und sind, ich sag mal, über Schloss Neuschwanstein gelaufen, haben Landschaften betrachtet von oben und letztendlich dann die ersten Einfamilienhäuser, die wir dann diesbezüglich umgearbeitet haben, dass wir mit der VR-Brille durchgehen konnten, hat natürlich uns wirklich bekräftigt darin, den richtigen Schritt gemacht zu haben. Also wir sehen mit diesem System positiv in die Zukunft. Wir wissen, dass am Bau sich das alles weiterentwickeln wird. Wir werden Building Information Modeling voranbringen und dann, ich sag mal, in, denke mal, absehbarer Zeit dann letztendlich dieses ausführen, wo wir an dieser Planung schon Konfrontationen zwischen den einzelnen Gewerken abschalten können, dass zum Beispiel nicht eine Heizleitung mit einer Elektroverteilung kollidiert, beziehungsweise mit Öffnungen, die gebraucht werden, wo zum Zeitpunkt der Planung, ich sag mal, das noch nicht genau feststeht, wie die Führung sein wird. Wir haben die Entscheidung getroffen, zu digitalisieren aus zwei Aspekten, wesentlichen Gründen. Das eine ist der Generationswechsel gewesen. Mein Vater ist in den Ruhestand gegangen. Ja, und ich als junger, dynamischer Kerl, vor 15 Jahren ja mittlerweile, wollte richtig durchstarten und da ist man halt affiner zu diesen Technologien. Der zweite Aspekt ist aber der, dass es eine Gesundheitsreform gab, welche den Eigenanteil für den Patienten erhöhte und somit für den Patienten noch teurer machte. Das Ausland ist dadurch mehr und mehr in den Markt eingedrungen und die einzige Antwort, dem entgegenzustehen, ist die Digitalisierung, also die Prozesse zu straffen. Wir haben verschiedene Bereiche digitalisiert. Es war der Bereich der Verwaltung, den wir mittlerweile komplett digitalisiert haben. Es gibt den Bereich der Produktion, den wir digitalisiert haben. Und es gibt natürlich auch im logistischen Bereich, verwaltungstechnischen Bereich, Prozesse, die wir digitalisiert haben. Die Digitalisierung der Verwaltungsebene hat es uns ermöglicht, dass wir einen Mitarbeiter oder dass wir diesen Mitarbeiter an einen neuen Standort etablieren konnten. Wir sozusagen die Aufgaben der Verwaltung übernommen haben und er sich auf das Wesentliche konzentrieren konnte, nämlich das Handwerk Zahntechnik und die Betreuung der Kunden vor Ort. Der wesentliche Vorteil im Bereich der Produktion liegt ganz klar darin, dass wir auf der einen Seite neue Materialien verarbeiten können und dadurch auch völlig andere Produkte anbieten können. Darüber hinaus haben wir eine höhere Produktqualität, eine höhere Reproduzierbarkeit, überhaupt erstmal eine Reproduzierbarkeit, was wir im Handwerklichen gar nicht haben. Und das geht sogar noch einher mit einer deutlich niedrigeren Reklamations- und Kulanzquote. Wenn man sich dafür entscheidet, den Weg der Digitalisierung zu gehen, bringt das viele Herausforderungen mit sich. Eine Herausforderung sind die extrem hohen Investitionskosten, einhergehend mit den immer kürzeren Innovationszyklen. Zum anderen müssen die Mitarbeiter mitgenommen werden und sie müssen auch entsprechend geschult werden, dass sie diese Systeme anwenden können. Und das Dritte ist, dass die gesamte Organisationsstruktur des Unternehmens ja den neuen Herausforderungen auch angepasst werden müssen.